Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir haben es in der letzten Folge in das Eisgebiet geschafft und glitschen gerade zum Ende des Bootes. Wollen jetzt zu Susannes Museum übersetzen. Susanne? Danke. Warum endet deine Leiter so weit oben? Auf dem du gebaut hast und lebst. Sehr zynisch eher. Okay. Sprüht ja geradezu vor Lebensfreude. Ich hab's halt gefunden. Wow, hallo? Ein bisschen netter, bitte. Sehr gut. Wir können der einen Seele den Holzdruck bringen. Ein neues Outfit. Okay. Sie hat irgendwie... sie scheint gelangweilt vom Leben überhaupt zu sein, aber... Warum? Fische sind kein Müll. Hämatit? Was machen wir mit Hämatit? Ist ja extrem gelangweilt, meine Güte.
statt sich zu freuen, was man hier alles Hübsches zeigt. Aber gut, vielleicht ist sie deswegen auch gelangweilt vom Leben. Da haben wir doch jetzt alles, oder? Oh, Ade, gibt noch mehr. Ein Erweiterungsbonus. Was? Stella, ihr Gesicht ist so passend gerade. Wow, hallo? Zerkleinerungsverbesserung. Achso, wir haben den Zerkleinerer aber noch gar nicht. Jetzt haben wir alles. Ja, jetzt haben wir alles. Die ist ja... Also, ich habe gar keine Beschreibung dafür. Zynisch bis zum geht nicht mehr. So, was machen wir denn jetzt mit den Kirschen? Baumfrüchte. Die sind was anderes als Beeren, also könnten wir sie einfach mal an sich zubereiten? Haben wir jetzt also auch den Holzdruck für die eine Seele gefunden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die war. Müssen wir gleich nochmal suchen. Aber da ist der Tausch ja immer da, ne? Eine Seele für eine Seele. Das letzte Mal war es ja auch so. Wir haben Alice geholt und Gwen ist weitergezogen. Jetzt möchte Summer gehen. Und wir haben den Holzdruck für eine andere Seele. Das heißt, sie wird sich dann... vermutlich uns anschließen. Okay. Das ist dasselbe. Da probieren wir jetzt Kohl. Oh, die Äpfel sind fertig. Auster, das ist neu. Die Auster ist neu. Kleines Schalentier. Okay, hat vermutlich dann denselben Effekt. Wir haben ja jetzt Aluminium. Oh, Baumwolle können wir auch noch zu Fasern verarbeiten. Aber können wir jetzt... Nee, da fehlt uns im Grunde alles. Der Aufenthaltsraum war das noch? Und aufwerten? Moment, bevor ich das mache. Wir hatten bei Summer alles fertig, oh ja. Geschirrsammlung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ach. Na toll, jetzt fehlen die Eichenbretter, weil wir das bei Alice gemacht haben. Dann machen wir gleich noch Eichenbretter.
fragwürdiges Gericht? Bitte was? Weil ich den Kohl abkochen wollen? Was ist mit dem Kohleintopf? Sauerei! Hinterfragt er hier meine Kochkünste? Ja, da wird vermutlich wieder gegartes Obst draus. Also mit dem Obst kann man nicht so viel machen. Wie das mit dem Früchtekuchen? Fragwürdiges Gericht, also wirklich. Das ist ein bisschen gemein. Was spricht denn gegen den leckeren Kohleintopf? Oh Gott, wir haben auch viel zu viele Eichenstämme. Machen wir mal 20 Stück. Oh Gott, das kann ja dauern. Vielleicht gibt es hierfür eine Erweiterung, dass ich auch doppelt Holz rauskriege aus diesem Dilemma? Oder es nicht so fein justiert sein muss? Wow, immer diese Doppelkurven. Ah, da habe ich zu tief angefangen. Nein, oh Gott, jetzt bin ich völlig raus. Okay, 20 Stück sind eindeutig zu viel. Nein! Und ich darf nicht dabei reden. Oh, geschafft, erlöst, weg hier. Schnell weg hier. Und wir müssen die Glocke läuten. Oh mein Gott, es ist Zeit zum Aufstehen. Onkel Arthur, ich habe eine Erweiterung für dich. Bitte sehr, der Schreibtisch. Hier ist noch der Bilderrahmen. Okay. Ich komme sofort. Ein bisschen Tee. Und den Mais kombinieren wir mit der Seezunge. Oh. Was? Aber der Schreibtisch? Satzi? Das war jetzt nicht so die positive Reaktion, die ich eigentlich erhofft hatte. So, da hinten ist eine Schnellreisestation. Da machen wir kurz bei Francis halt. Verkaufen ein paar Sachen und
wären mit dem Bus dann zurück in das alte Gebiet. Ich weiß noch nicht, ob ich erst die neue Seele abhole oder ob wir erst Summer rübergeleiten. Ich würde sagen, wir halten das wie bei Gwen. Wir holen erst die neue Seele ab. Wenn ich noch wüsste, wo die war. Irgendeine Insel. Hallo, Francis. Oha. Birnen gibt's auch. Nudelsuppe, Apfelkuchen. Es gibt also doch Apfelkuchen. Und Corndog. Hier fehlt uns jetzt... Ah. Es wird nicht nur der Rotlachs, auch die Seezunge haben wir gerade verarbeitet. Kaffeebohnen und Mais. Und die Feuerglut fehlt immer noch. Wofür auch immer die gut ist und was man damit macht. Nee, kaufen würde ich jetzt, glaube ich, nichts. Dann machen wir weiter zur Busstation. Dann müssen wir mal rausfinden, wo jetzt die Seele war. Jeweils noch einsammeln. Kann ich dich knuddeln nochmal? Ja, ich kann dich knuddeln. Ach, Summer. Ich will dich gar nicht gehen lassen. So. Die andere Seele war... Urugawa, oder? Alice haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Die bleibt auch immer in ihrem Haus drin. Also ich freue mich ja, dass es ihr so gefällt, aber... Ja, ich weiß. Du versteckst dich hier aber auch immer. Ich sehe dich immer nie. Ah, nee, Tee wollte sie nicht. Das ist ja anregend. Altmodisch. Scheint hier ein Topf. Oh, dankeschön. Und knuddeln, weil es schon so lange her ist. Geh mal ruhig ein bisschen raus. Ein bisschen Sonne und Wind genießen. Ich weiß, momentan ist kalt, aber... Das war hier, glaube ich, ne? Ah, da ist er. Direkt schon richtig. Aha. Aha.
Damit haben wir einen neuen Mitreisenden. Ist aber auch teilweise ein bisschen traurig. Weil das bedeutet, wir müssen jemand anderen dafür gehen lassen. Das ist niemals schmerzhaft. Aha. Aha. Gustav. So. Dann knuddeln wir dich einmal zur Begrüßung. Hunger hast du anscheinend noch nicht. Und dann müssen wir noch rausfinden, was du gerne isst. Oh, er will auch was. Moment, Moment, Moment. Ich bin sofort da. Gib mir eine Sekunde. Wir müssen ganz kurz wieder Kurs setzen. Ich will nicht. Will eigentlich nicht. Aber bei Gwen wollte ich auch nicht. Ja, Verschönerungen sollten aber erst später folgen. Hast du noch mal Hunger? Sag Bescheid, wenn du noch mal Hunger hast. Gwen hat auch noch mal ihr Lieblingsessen bekommen. So, ich kann es nicht gießen, während sie Musik spielt. Himmel, er will ja schon wieder was. Aha. Aha. Haben wir? Aha. Haben wir? Aha. Haben wir auch. Haben wir alles da? Den haben wir auch. Aha. Was? Ich dachte, wir haben gerade geklärt, dass ich alles habe. Ah! Hilfe! Ich wollte nicht schwimmen gehen. Sie hat noch keinen Hunger.
jetzt eigentlich ihn auszögern. Aber das wäre nicht fair. Ach, wir müssen ja auch gucken. Er braucht ja noch was zum Wohnen. Gwen, Sommer. Aber irgendwie haben wir das noch nicht. Nee, haben wir nicht. Muss das wirklich sein, Sommer? Nein sagen. Ich habe dir noch nicht mal deine Lieblingsmahlzeit gegeben. Können wir noch mal reden? Kann ich dich noch mal knuddeln? Nee. Und Hunger hat sie auch nicht. Alice kann mir da auch nicht helfen anscheinend. Okay, Arthur, sag du doch mal was dazu, außer dass du Hunger hast. Hat keiner so eine richtige Aussage dazu. Aber manchmal sollte man auch nichts dazu sagen. Wobei manche Dinge auch keine Worte brauchen. Nein. Niemand schämt sich für dich.
Mach's gut, Summer. Also ich kann immer noch nur Vermutungen anstellen. Ich weiß nach wie vor nicht, was das mit dem Drachen jetzt auf sich hatte. Oh, sind das Gänseblümchen? Also ich vermute, der Drache ist ein Symbol für irgendeine Krankheit gewesen, mit der sie zunächst gekämpft hat und die sie dann akzeptiert hat. So wäre jetzt meine Theorie. Vermutlich Krebs, da der Vater es wohl auch hatte und das wäre ja eine Krankheit, die vererbbar wäre. Ich bin jetzt aber auch kein Experte, es gibt bestimmt noch zig andere Krankheiten, die vererbbar sind. Und das mit der Krankheit ist ja auch nur eine Theorie. Aber es wäre eine Möglichkeit, eine Sache, die sie erst bekämpft hat, mit der sie dann leben musste, als sie sie nicht bekämpfen konnte und die sie auf ihre Art versucht hat, lieben zu lernen, um damit zu leben. Aber das nicht gekonnt hat. Das würde theoretisch alles darauf zutreffen, aber vermutlich auch auf jede andere Krankheit, wenn es denn eine ist. Also das mit der Krankheit ist wirklich nur meine Theorie. Naja, damit haben wir Summer begleiten können bis zum Ende. Hat ja auch was Beruhigendes tatsächlich, dass man weiß, dass es weitergehen kann, dass man nicht feststeckt. Ja. Aber was auch weitergehen muss, beziehungsweise in dem Fall jetzt enden muss, ist die Folge. Wir haben jetzt leider Überlänge gehabt, aber das war für Summer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!